Ich grüße euch. Ich möchte mich einfach nur ganz einfach bedanken. Gerade speziell heute, dass wiederum es möglich ist, hier zu sammeln, sich zu sammeln, sich selbst zu sammeln, mit anderen zu sammeln. Und die Gelegenheit geboten wird, freies Sprechen hier zu üben, freie Gedanken zu äußern. Und die große Dankbarkeit natürlich auch gerade für die, also bei denen, die wir kennen oder nicht kennen, die dazu beitragen, dass es heute möglich ist, hier zu sein. Ja! Das war's eigentlich schon. Ich möchte nicht zu sehr die Zeit spannen. Der freie Wille als Thema, ne? Der freie Wille. Und davon kann ich sprechen. Im Laufe der Zeit ist mir dann bei mir aufgefallen, dass es wohl gesund ist, langsam zu sprechen. Und richtig. Also erst richtig und langsam. Na? Und dann meinetwegen auch richtig und schnell. Aber wenn ich schon etwas durchgeknetet habe mit meinen beiden Hirnhälften, mit dem Cortex in der Mitte, der bei der Frau etwas stärker ist, angeblich oder so, dann ist es natürlich für mich einfacher, schneller zu sprechen. Bloß es macht keinen Sinn, weil ich habe ja hier auch medial und über in der ganzen Welt und egal wo ich jetzt hier bin, im Grunde kann das medial natürlich ausgesendet sein. Und das ist natürlich schwierig, sich das immer klar zu machen, dass das, was ich sage, ja auch medial gebraucht werden kann. Na? Von den Medien, die wahren Medien, ja. Und ich hatte da noch ein Buch, das wollte ich gleich noch nachher nochmal machen, auf Seite 112, da lese ich dann einen kleinen Text vor, betreff Interview, Meinung, Wahrheit. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich habe im Augenblick meinen besten Teil getan, mir schlottern die Knie hier, nicht? Ich bin aufgeregt, ha! Na? Und das geht ja jedem auch so und ich freue mich für jeden, der auch hier frei sprechen möchte. Beide Mikrofone sind dann auch parat. Es kann dann auch zu zweit gesprochen werden. Worum ich mir bitte ist, bei mir, dass ich mich auffordere, langsam zu sprechen und verständlich. Dass ich auch begriffen werden kann. Also ohne mich anzufassen. Ne? Also wir sind ja friedlich, wir fassen nicht alles an. Also ich fasse nichts an und ich möchte aber begreifen, was um mich herum geht und freue mich auf jeden Einzelnen, der mich hören kann. Jetzt oder auch in der Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Guten Abend, liebe Mithörer. Ich möchte heute zwei Leute, bei denen möchte ich mich bedanken, und zwar bei Angelika Merkel und bei Heiko Maas. Ein wunderschönen Dankeschön, denn das sind für mich die besten Wahlhelfer der AfD. Solange sich niemand wieder traut, mache ich das mal. Ich wollte noch ein bisschen die Fortsetzung meiner Angelegenheiten mit Jobcenter, mit der Firma Jobcenter, also richtig hingehört, Firma Jobcenter. Das ist die Stelle, wo man Hartz IV bekommt und das sind eben halt keine Behörden oder Ämter, wie wir denken, das sind Firmen.
Ja? Wenn ihr arbeiten geht und von euch Steuern gezahlt genommen werden, wenn ihr Arbeitslosenversicherung und so bezahlt, dann kassiert die Firma Jobcenter das. Das ist nicht auf ein Gesetz beruhend, sondern einfach, weil die ganze BRD sogar eine Firma ist. Ihr könnt das überprüfen unter www.upik.de. Da könnt ihr BRD eingeben, also Bundesrepublik Deutschland, und dann in der Liste Platz der Republik 1 anklicken. Dann kommt ihr drauf. So, und was ich genauer jetzt weiter erzählen wollte, also ich habe ja so verschiedene Angelegenheiten halt mich angelegt, dann halt mit den Gerichten und Polizei und so. Und jetzt hatte ich zu allerletzt ja Sozialhilfe nach Haager Landkriegsordnung bestellt. Man hat in Deutschland das Recht dazu, weil Deutschland immer noch ein besetztes Land ist. Das hat sogar Obama selbst in, war das jetzt Rammstein irgendwie, ich glaube ja, 2009 gesagt. Das kann man bei YouTube auch nachgucken. Und dass eben Deutschland besetzt ist und so, dass auch so bleiben wird. Und aufgrund dessen hat man eben halt das Recht, Sozialhilfe nach Haager Landkriegsordnung anzuordnen. Und als Mensch, als freier Mensch, sind wir Souveräne. Und wenn wir souverän sind, stellen wir keine Anträge. Wir ordnen an. Und deswegen habe ich auch bei der Firma Jobcenter einen Antrag auf Sozialhilfe nach Haager Landkriegsordnung gestellt und das angeordnet. Und es ist jetzt mittlerweile über 3 Wochen, glaube ich, her und habe keine Antwort darauf bekommen. Da mir aber dann halt mein Hartz IV dann nicht bewilligt wurde, weil ich ja deren Formulare nicht ausgefüllt hatte, denn es heißt ja nun allgemein so, wenn man deren Formulare ausfüllt, hat man schon verloren. Aufgrund dessen hatte ich das erstmal nicht gemacht, aber ich hatte trotzdem in meiner Antwort geschrieben, falls ich kein Sozialhilfe nach Haager Landkriegsordnung zugeteilt bekommen sollte, möchte ich eben weiterhin ALG 2 haben. So, und ja, ich habe eben dann kein Geld bekommen und habe dann nachträglich dann doch diese Formulare von denen ausgefüllt, weil es ist ja nun so, ich habe ja nun halt meinen Willen denen geäußert und ich werde halt, also ich habe jetzt halt auch mittlerweile mein Geld bekommen, weil ich ja deren Formulare ausgefüllt habe. Und ich habe aber eben halt bis jetzt auch noch keinen Bescheid bekommen zu meiner Anordnung, überhaupt keine Äußerung dazu. Ich werde halt das Jobcenter dann nochmal darauf anschreiben und je nachdem, wenn das sich so weiter verhält, also es wird wohl so oder so darauf hinauslaufen, dass ich beim Sozialgericht dann klagen werde. Und es ist dann interessant dann zu, naja, mal zu gucken halt, was darauf kommt, ob da überhaupt sich darauf geäußert wird, weil allgemein habe ich die Erfahrung gemacht, dass weder zur Besatzungssituation noch zur Firmensituation sich die Behörden äußern. Sie beantworten einfach die Frage nicht. Also wenn wir wirklich in einer echten Demokratie leben würden wenn wir wirklich einen Staat hätten, also ich möchte jetzt nicht falsch verstanden werden, also ich habe da mal vor letzte Woche ungefähr mit Jugendlichen eine Diskussion gehabt und dachten dann, ich sei gegen einen Staat, als ob ich keine Gesetze haben wollte und so. Nee, ich will ja Gesetze haben, aber ich will Gesetze haben, an die wir uns wirklich halten können und wo Wirklichkeit, Gerechtigkeit unser Leben bestimmt und nicht das Geld. Was wir haben, ist in keinster Weise Demokratie und Staat haben wir sowieso nicht. Ich bin für einen Staat und weil ich für einen Staat bin, kämpfe ich gegen diese Firma BRD. So, und das wissen sogar die Polizisten, denke ich. Manchmal werden sogar meine Angelegenheiten einfach eingestellt, weil die Polizei selbst keine Lust mehr darauf hat, sich mit mir abzuplagen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht mit den gelben Briefen, die man halt von sogenannten Gerichten, also Gerichte sind auch Firmen, also wenn ihr auch wieder bei diesem internationalen Handelsregister www.upik.de eingibt, zum Beispiel Amtsgericht Hamburg, Sieweking Platz 1, erscheint sie als Firma mit dem Hauptverantwortlichen Hans-Dietrich Rizatki. Und Hans-Dietrich Rizatki ist
tatsächlich der Präsident, das ist sogar überprüft worden, da ist jemand persönlich auch hingegangen, um das zu überprüfen. Und ja, und wenn man halt dann diese gelben Umschläge bekommt, dann steht da meistens nichts Gutes drin. Und ich mache das mittlerweile so, ich gehe zur Deutschen Post und knall das denen dahin und sage, es ist eine förmliche Zustellung, keine amtliche Zustellung. Wenn es nämlich keine Beamten gibt, kann ein gerichtliches Schreiben auch nicht amtlich zugestellt werden. Aufgrund dessen halt einfach nur zurückbringen. Mittlerweile lese ich das gar nicht mehr, weil es bringt nichts, irgendwie die Richter oder Richterin aufzufordern, sich zu legitimieren, dass sie wirklich Richter oder Richterin sind. Wir haben das einmal sogar auch bei Gericht gemacht. Da hat die Richterin uns gesagt, sie können zur, wie war das, zu so einer Dienststelle da beim Gericht jedenfalls hingehen. Und wir haben dann in der Liste geguckt, erscheint sie denn dort? Da war dann nur ihr Nachname und das war so ein Name wie Müller oder Meier, sowas. Und von daher, ob ein solcher Name in dieser Liste ist oder nicht, sagt nichts. Also kein Geburtsdatum, kein Vorname, gar nichts. Von daher muss man sagen, ist es schon so, dass in keinster Weise irgendwo belegt ist, dass das wirklich Richter oder Richterinnen sind halt. So, und aufgrund dessen halt, wenn ihr jetzt keine Lust habt, euch mit diesen ganzen Gerichten zu plagen, ich sage jetzt nicht irgendwie, begeht irgendwelche großen Verbrechen. Nein, es ist so, allgemein ist es ja nun so, wir wollen alle Frieden. Und deswegen gilt unsere allgemeine moralische Regel, tu niemandem etwas an, was du nicht willst, dass man dir antut. Und von daher denke ich so, wenn ihr Lust habt, das zu überprüfen, dann könnt ihr natürlich so kleine Delikte halt sozusagen machen, jetzt was weiß ich, bei Rot über die Ampel oder so halt, ohne dass man jemanden jedenfalls wirklich gefährdet halt, ne? Und dann halt euch so kleine Kämpfe mit Polizei oder sowas abgeben und dann halt das sehen, wie sich das entwickelt. Und ich habe jedenfalls bisher noch nirgendwo eine Unterschrift von einem Richter, Richterin, von Staatsanwälten, Oberstaatsanwälten, alles Mögliche, halt jedenfalls von denen nirgendwo eine Unterschrift gesehen. Und das ist eben diese Geschichte, weil es die Staatshaftung nicht gibt. Wenn die nämlich unterschreiben würden, dann würden sie persönlich haftbar gemacht werden. Und wenn man sich diese PDF von Klaus Maurer, die BRD GmbH, durchliest, dann soll das nun so sein, dass tatsächlich sämtliche Urteile, seit es die BRD gibt, eigentlich ja, Fehlurteile sind, gar keine Urteile. Und dementsprechend könnten alle, das ist eigentlich das größte Verbrechen, jetzt könnte sozusagen jeder Mörder eigentlich kommen und sagen, dieses Urteil war nicht rechtskräftig und von daher lehne ich ihn ab. So. Und wenn jetzt aber alle Menschen in Deutschland aufgrund ihrer Fehlurteile dann geklagt hätten, dann hätten Frankreich, USA und England Schadensersatz leisten müssen. Und dann wären natürlich alle drei Länder bankrott gegangen. So. Und aufgrund dessen haben sie dann halt einen anderen Trick gemacht, indem sie halt durch Gesetzesenthebelungen die Grenzen von Deutschland aufgehoben haben. Und aufgrund dessen gibt es keinen gültigen Raum, wo die Gesetze gültig sind. Außer auf Schiffen und in Flugzeugen, wo die Fahne der BRD hängen darf. Sonst gelten die Gesetze nirgends. Okay, das reicht dann für heute.